Servus, Leute. Ja, wie ihr seht, befinden wir uns an einem Fluss. Ja, wir sind wieder am Inn bei Kufstein an einem neuen Platz. Beim alten Platz, ja, da wird am Fluss gearbeitet. Ihr seht, glaube ich, hier hinten den blauen Container. Ja, da ist es leider zu laut, um ein Video zu machen. Aber hier, glaube ich, ist es okay. Da drüben kommt ein Bach raus. Ja, wir haben heißen Kaffee mit eben. Erst einen Schluck heißen Kaffee. Und dann. Ja. Will ich etwas mit dem Messer, mit der Leihgabe vom Jürgen. Wo ist das? Etwas arbeiten. Moment. Ja, wirklich. Ein wunderschönes Messer. Ja, der Holzgriff ist sowieso der Traum. Ja, ich will hier so machen, was hier eben so möglich ist. Platz ist etwas begrenzt, aber ausreichend. Also, los geht's. Also mal ganz locker schnitzen. Traum. Erster Eindruck zählt oft. Ist da irgendwie auch bei Messern so eben. Ja. Einfach nur mega. Macht Spaß. Richtig geil. Ich glaube, ihr seht, wie das ins Holz beißt. So. Was will man mehr? Top. Das ist eben die, ja, sehr beliebte Klingenform. Das kennt ihr, Schliff. Aber der geht nicht, also der geht ausreichend weit rauf, ja, sag ich mal. Es fährt gerade ein Zug vorbei hinten, aber ich glaube, es stört nicht so sehr. Ja, einfach eine, das ist eben die taugliche Klingenform, finde ich, beim Bushcraften, Survival, was auch immer. Ist eben super zum Schnitzen. Ja, man kann die natürlich auch sehr gut zum Feinarbeiten verwenden. Man kommt hier auch sehr gut nahe an die Schneide ran, damit man hier so eine sehr gute Kraftübertragung auf die Schneide eben hat beim Arbeiten. Das geht super.
Ja, das macht auch Spaß. Der Griff ist der Wahnsinn und eben in Kombination mit so einer tauglichen Klinge, da macht sowas natürlich Freude. Hier mal schauen, ob die sich entzünden lassen. Ja, der Klingenrücken ist scharf. Mal schauen. Jawohl. Klasse. Okay, mal schauen, ob das hier sollte endlich funktionieren. Das gebe ich zu. Da brauche ich noch etwas mehr Übung, um so Löckchen zu entzünden. Aber Übung macht den Meister, wie es so schön heißt. Mal ein paar Mal probieren und sonst auch egal. Es geht mir um nichts ums Feuer machen, sondern ums Messer ausprobieren. Egal, Leute. Wer sieht, es macht schöne Löckchen, der Klingenrücken ist scharf, man kann damit ohne weiteres super ein Feuer machen. Ja, was bei einem Bushcraft und Survival Messer auch wichtig ist, finde ich zumindest, ist eine gute Spitze. Und dieses Messer, das Scorpion von Dave Canterbury, hat eine sehr gute Spitze. Ja, wichtig eben, weil es auch mal vorkommen kann, dass man ein Loch benötigt. Sei es zum Feuerbohren oder was auch immer. Ein Messer für draußen soll auch gut spitz sein. Ja, das geht super eben, wie ihr seht. Man kann richtig schön bohren.
Also, den sieht man. Hier. Ich hoffe, die Kamera stellt scharf. Ja, also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das geht tadellos. Was natürlich auch ein Vorteil ist, wenn man das Messer in verschiedenen Grifflagen gut nehmen kann. Das finde ich auch total angenehm. Diese Haltung, diese Griffposition. Ja, sei es eben mal auch mal so arbeiten muss. Aber trotzdem ist hier Vorsicht geboten. Gefahr ist auf jeden Fall da, dass man hier dann abrutscht, aber das braucht man sehr selten, sage ich mal, ja, beim Bushcraften oder Survival eben. Aber inklusive Lanyard, gut machbar, ja. Ich habe da auch keine Bedenken, dass die Spitze hier bricht, auf keinen Fall. Eine Spitze, ja, wie ein, die, sag mal, die berühmten Mora-Messer brechen die, bricht die Spitze auch nie ab. Ja, Leute, das war es dann. In diesem, ja, etwas kurzen kleinen Test hier. Mal sehen, ob ich nochmal die Gelegenheit habe, mit dem Messer draußen was zu machen. Aber mehr Worte dann im Fazitvideo zu dem Skorpion von Dave Canterbury. Also, sage ich wie immer, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!